And when we look at that all together, so we see that in the table here, we have a branch with the zodiac animal and the month. And these are the numbers that you see here are the numbers of the branches. Well, later we will get to the branches. So Z, the rat, is always branch one. Sometimes it's called, in many cases, B1. Okay, branch one. The ox, the cho, is B2, and so on. So we can see here that we have the four seasons. Each season is connected to 3 months, right? And here you can see the colors of the branches for the main element that represents them. They have also other elements in them, but the main element will be represented here with the color. And you can see inside the channel, according to the Ying Qi cycle, the cycle of flow of Qi during the day and night, inside. So we will go for each of them. You probably saw it in the presentation already, but I will go by each one. So we start with the spring, sorry, with the wood. Okay, born here, stage number one. The peak is in the springtime, the 3 months of the springtime. Okay, the summer, born here, stage number one. The peak time will be during the summer. The autumn, stage number one, right here in the summer, but the peak time is during the autumn. And last one, and no, the one before the last. Water is born here in August. And peak time will be during the winter time. The last one is Earth that takes the spaces between, okay, between the seasons. Now, when you look at this, it might look a mess, like a chaos, but it's very, very organized in how we understand that each moment is a peak or strong energy of something, okay? So the energy now in September is the strongest energy of the metal. That's easy. Next month will be strong energy of the earth. And after that, strong energy stage number four of the water and stage number five of the water, and then another earth and stage four of the wood, stage five of the wood, and then another earth, and so on. These are the cycles. So everything is with many dynamics. It's very dynamic and very influential from many aspects and many ways and layers. Okay, das ist jetzt auch nochmal eine sehr schnelle Einführung und wird dann richtig komplex. Haltet euch erstmal fest, guckt erstmal auf die linke Seite, auf diese Tabelle. Das ist quasi eine Definition oder Einführung der sogenannten Erdenzweige. Die beginnen quasi mit der Nummer 1, dem Zi, und jedem Erdenzweig wird ein Sternzeichen zugeschrieben und auch einem Monat. Und wenn wir uns den dann angucken, dann sehen wir quasi, dass der Erdenzweig auch eine bestimmte Energie hat. Das sehen wir quasi an den großen Kreisen. Can you go back and show just the inside circle? Yep. Da sehen wir hier quasi die Erdenzweige, die auch mit einer bestimmten Energie, einem Element, sagt er hier. Hier spricht er nicht von Wandlungsphasen, wo das vorherrscht. Und auf der innen drin, im inneren Kreis, seht ihr die Organe, beziehungsweise auch nochmal eine bestimmte Wandlungsphase. Das ist quasi die Energie in den Leitbahnen, die quasi mit diesem Erdenzweig assoziiert ist. Das Ganze ist dann natürlich auch noch innerhalb der vier Jahreszeiten orientiert. So, und jetzt wird es quasi dynamisch und komplex, weil er sagt, dass quasi die Energie dieser Erdenzweige zu bestimmten Jahreszeiten sehr stark ist und aber auch erstmal irgendwo geboren werden muss. Und das zeigt sich jetzt quasi in diesem Lebenszyklus hier am Beispiel im Frühjahr
von dem Erdenzweig, von dem Zweig Hase, Mao, der nämlich dann quasi seine höchste Ausbreitung oder energetische Einwirkung hat im Frühjahr, quasi im März. Und genauso ist es dann auch bei den anderen Wandlungsphasen, Energien, die dann übereinander gelagert sind. Das heißt, zu jeder Zeit haben wir eine Energie, die quasi auf ihrem Höhepunkt angelangt ist, während andere quasi erst wieder auf im Kommen sind, im Wachsen sind, beziehungsweise im Niedergang. Und das macht das Ganze super komplex, wenn noch die Erde dazu kommt, die quasi nicht diesen Zyklus hat von 1 bis 12, sondern immer zwischen den Jahreszeiten stark ist und damit quasi die anderen Erdenzweige unterstützt. Und wir sehen im Verlauf des Kurses, wie wir diese Dynamik quasi lesen können und auch dann die Geburtstabelle interpretieren können.